Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu einem Easy Morning Stretch. Schön, dass du dabei bist. Lass es dir heute richtig gut gehen. Spür in dich hinein, mach die Bewegungen so, wie du dich wohlfühlst und wir fangen sofort an. Richte dich gleich auf, Brustbein anheben, Schulter nach hinten unten ziehen, deine Beine in eine hüftbreite Position stellen. Und wenn du möchtest, kannst du dich schon so ein bisschen durchbewegen. Klein erstmal, denn wir werden ja dann mit der Zeit jetzt etwas größer in den Bewegungen. Ganz leicht deine Gelenke bewegen, durchsaften. Und was ganz wichtig ist, lass deinen Atem fließen. Also nicht die Luft anhalten. Nase ein, Mund wieder ausatmen und bleib dann stehen mit ganz leicht gebeugten Knien und stabilem Becken. Jetzt gehst du einmal zur linken Seite mit dem Ausatmen, wieder zur Mitte ein und einmal zur rechten Seite. Und spür deine ganze Rumpfseite. Spür, dass wenn du auf die Seite gehst, deine Füße immer noch gleichmäßig belastet bleiben. Also wirklich nur deinen Oberkörper hin und her bewegen. Wir werden dann schon noch größer. Jetzt erstmal die Brustwirbelsäule. Sehr schön. Ganz langsam wieder zur Mitte zurückkommen. Deine Schultern nach vorne, den Rücken runden und wieder aufrichten, dein Brustbein heben. Ich mache nur so seitlich mit, dann siehst du es besser. Aus und ein. Ganz bewusst und ruhig in deinem Tempo und in deiner Bewegungsgröße. Jetzt werden wir hier in der Bewegung etwas größer. Das heißt, du nimmst jetzt hier vorne deine Ellbogen zusammen. Und wenn du einatmest, dann öffnest du dein Brustbein nach diagonal oben. Ausatmen, rund. Ein. Nochmal aus. Und ruhig immer die Dehnung wahrnehmen. Noch sind wir ja dynamisch in der Dehnung. Werde mal noch etwas größer, werde rund und nimm jetzt die kleinen Finger Richtung Decke. Atme ein und die Daumen nach hinten. Atme aus, werde rund. Atme ein und öffnen. Mach nur weiter, ich komme zu dir. Halte jetzt hier oben, bleib da, nimm mit der linken Hand dein rechtes Handgelenk. Jetzt ein bisschen weiter öffnen, deine Füße. Zieh jetzt und beug dein Knie. Wechseln, zieh am linken Arm, beug dein linkes Knie. Und nochmal wechseln. Die Länge spüren in deiner Seite. Atmen nicht vergessen. Noch einmal. Und dann wieder zur Mitte kommen. Arme lösen. Brustbein taucht nach vorne. Ich mache wieder seitlich. Und jetzt deinen Rücken rund. Fingerspitzen nach innen. Deinen Rücken dehnen. Auch den unteren Rücken. Wenn du einatmest, Fingerspitzen nach außen, Blick nach vorne und aus und ein.
und aus. Dein Tempo und deine Bewegungsgröße. Wir machen uns wach, bereit sozusagen für den Tag. Noch einmal. Und dann bleibst du hier unten, stützt dich auf und jetzt gehst du mit einer Hand zur Schulter und drehst möglichst weit den Ellbogen zurück, kommst wieder zur Mitte und wechselst die Seite. Du kannst jetzt einatmen oder ausatmen, wenn du zurückgehst. Schau, dass deine Knie auf der Stelle bleiben, auf der sie jetzt sind. Wenn du einatmest, erweiterst du deine Atemräume. Wenn du ausatmest beim Zurückgehen, hast du mehr Stabilität in der Mitte. Also beides ist möglich. Merkst du den Unterschied? Ist ausprobiert? Probier es ruhig mal aus. Was für dich angenehmer ist. Noch einmal, dann wieder zurückkommen zur Mitte, aufstützen, die Knie strecken und mit dem Einatmen nochmal beugen, nochmal ausatmen, strecken. Wo spürst du Dehnung? In der Rückseite, oder? Wichtig ist, dass dein Rücken jetzt gerade ist, dann merkst du die Dehnung und nochmal beugen, aus. Und ein. Dann wieder zurückkommen, aufrichten und kurz auslockern. Ein Bein zurückstellen und jetzt mit der Ferse mal ganz weit nach unten schieben. Vorne ist gebeugt und wieder nach oben ziehen. Nochmal ganz bewusst zurück. Schau mal, ob die Fußspitzen in eine Richtung zeigen. Halte unten, spür die Dehnung, streck dein Knie richtig weit und schieb dein Becken hier noch ein Stück vor. Ferse bleibt am Boden und halte diese Position. Die Wade dehnen. Unser nächster Muskel ist der Iliopsoas hier vorne, Hüftbeugemuskel, den wir dehnen, den hast du jetzt auch schon so ein bisschen dabei. Aber jetzt nimm die Ferse hinten hoch, spann dein Po an, unterer Rand vom Becken geht nach vorne und du lässt dein Gewicht so ein bisschen tief sinken. Dann müsstest du hier den Hüftbeuger spüren. Unteren Rand nach vorne, Po anspannen, geht. Und wenn du kannst, bleib mal so. Dann kannst du jetzt, wenn rechts hinten ist, zum Beispiel den rechten Arm auch noch ein Stück nach links rüberziehen, dann verstärkt sich die Dehnung nochmal. Dazu deine Beine etwas breiter aufstellen, dann ist es nicht wackelig. Geht aber auch ohne der Hand, ohne dem Arm. Po anspannen. In die Position hinein schmelzen. Dann langsam wieder zurückkommen zur Mitte, kurz mal lösen, zur Mitte kommen, lockern, Hände hinten, einstützen am unteren Rücken, Schultern zurück, Knie strecken und zieh dich jetzt nach vorne, darfst dich gerne ein bisschen nach vorne lehnen, spür die Dehnung in der Vorderseite.
Komm dann wieder zurück. Anderes Bein zurück. Erstmal die Ferse tief schieben und wieder nach oben ziehen. Darfst auch wieder etwas breiter stehen. Bleib jetzt hier, vorne beugen, hinten strecken, Fußspitzen in eine Richtung. Schieb noch ein bisschen vor, bis tatsächlich die Dehnung ankommt in der Wade. Knie strecken. Hineinschmelzen. Dann heb deine Ferse, nimm den unteren Rand vom Becken nach vorne, Gesäß aktiv und lass dein Becken ein Stück tief sinken, Po fest. Und wenn du willst, nimmst du, wenn rechts oder links hinten ist, den linken Arm jetzt nach oben, kannst dich auch wieder breiter aufstellen und zieh dich auf die Seite. Po fest und so richtig hier reinspüren. Und dann langsam wieder zur Mitte zurückkommen. Beide Füße parallel lockern. Ein Bein anheben, jetzt nimmst du doch mal das andere Bein nach oben. Ober- oder Unterschenkel fassen, also entweder hier ganz gerade oder vielleicht sogar unterhalb vom Knie, knapp unterhalb vom Knie. Dich aufrichten, kannst dich auch irgendwo anlehnen. Balance wahrnehmen, Po dehnen, locker, andere Seite, entweder Oberschenkel oder unterhalb vom Knie. Wichtig ist Brust raus, Schultern zurück. Ist alles okay, wenn du es kurz nur schaffst zu halten. Kannst dich auch, wie gesagt, an der Wand anlehnen oder am Schrank. Dann lass nochmal locker, entspann dich. Hände hinten fassen, Schultern zurück und jetzt nimmst du die Arme weiter nach oben. Nimm dir vielleicht ein Handtuch und zieh dann die Arme nach oben, ist auch okay. Ansonsten, wenn du die Hände fassen kannst, natürlich gerne die Schultern dehnen. Und nochmal einatmen, hochziehen, Handgelenke umbiegen, Handflächen zum Boden, aufrichten, ausatmen und in die andere Richtung weit zurückziehen. Nochmal ein, weit nach oben und aus. Ein. Jetzt bleiben dann deine Hände vorne, schließ die Finger, werde rund. Atme ein und öffne dich. Und zwar in die Richtung, wie du möchtest. Vielleicht einen Arm höher, einen tiefer. Nochmal ausatmen, ganz rund. Den ganzen Rücken einatmen und dich nochmal aufmachen. Und nochmal aus. Und ein. Aus, ein und dann streckst du dich und ziehst dich in alle Richtungen. Was du auch jetzt gerne dehnen kannst, sind deine Finger, also ruhig auch mal kneten oder so ein bisschen rausziehen aus den Fingergelenken. Was du auch machen kannst, deinen Vorderfuß
aufdehnen, also mal vorne dein Schienbein spüren. Probier aus, wo du dich gern hindehnen möchtest. Und wenn du alle Richtungen aufgedehnt hast, in die du dich noch hindehnen willst, dann lässt du die Arme ganz entspannt um den Körper herumpendeln. Nimm die Fersen mit nach oben. Lass locker, lass den Bauch gespannt. Pendel dich dann irgendwann in die hüftbreite oder hüftschmale Position ein. Lass deine Arme neben dem Körper hängen. Schließ für einen Moment die Augen und spür in dich hinein. Wie geht's dir? Wie stehst du? Merkst du deine Aufrichtung, Stabilität, obwohl wir eigentlich nur gedehnt haben, uns durchbewegt haben? Bist du bereit für den Tag oder für den restlichen Tag? Ein Lächeln auf deinen Lippen. Ausatmend. Augen aufmachen. Dieses angenehme Gefühl mit in den Tag nehmen. Und vielleicht die ein oder andere Übung, die ganz besonders angenehm war jetzt, auch mit in den Tag nehmen und dich öfters mal bewegen, wenn es nur ein Strecken und Räkeln oder so ist. Du kannst auch mal deinen Nacken nochmal durchbewegen. Wenn du das Gefühl hast, da zwickt es noch. Oder einfach nur mal hängen lassen. Der Kopf hat 5 Kilo. Wenn du den hängen lässt, merkst du, wie schwer der eigentlich ist, den wir den ganzen Tag hier halten. Und dann nochmal anheben. Lang ziehen. Ganz wichtig ist, wir hören natürlich in der Aufrichtung auf. Das heißt, zieh die Ellbogen zurück. Und entspanne dich. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr schön. Ich hoffe, dir hat es gut getan. Freue mich natürlich über einen netten Kommentar. Und wenn es dir gefallen hat, über ein Gefällt mir. Und wenn du möchtest, könntest du meine Arbeit auch unterstützen. Vielen Dank. Natürlich. Den Link findest du unter dem Video. Da steht deine Unterstützung. Klick einfach drauf und wähle aus, mit wie viel im Monat. Vielen Dank, auch wenn du es bereits tust natürlich. Du kannst meinen Kanal abonnieren, das ist kostenfrei. Empfehle mich weiter, vielleicht kennst du jemanden, der sich auch noch bewegen möchte. Oder ganz einfach, bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training. Ich freue mich auf dich. Bis dann!